Ich heiße Aris Fioretos und bin schwedischer Schriftsteller griechisch-österreichischer Herkunft. Zuletzt habe ich einen Roman über die erste deutsche Fliegerin veröffentlicht in Schweden. Ein Roman, der auf Deutsch in einem Jahr Nelly B.'s Herz heißen wird und sich dem Herz und dem, was wir mit dem Herz alles verbinden, widmet. Das heißt vor allem in erster Linie Gefühle. Und in diesem Buch geht es um das Verliebtsein zwischen zwei Frauen. Zum Verliebtsein gehört, glaube ich, die Erfahrung, dass jedes Kilo ein wenig weniger als 1000 Gramm wiegt, ungefähr so 600 bis 700 Gramm. Man fängt an zu schweben und dieses Erleichtertsein, dieser Rausch, den wollte ich jetzt in der Poetica, die ich ja erlaubt bin zu kuratieren demnächst, ein wenig weiter zu verstehen mit Hilfe von eingeladenen Gästen aus, glaube ich, 8 Ländern und 3,5 Kontinente. Bei uns Autoren ist es oft so, dass das Ende eines Buches bereits der Anfang eines neuen ist, worüber man wenig weiß. In der Tat ist es so auch in diesem Falle. Die Poetica schließt direkt an diesem Pilotenbuch von mir. Es geht um den Rausch, einen Zustand, mit dem wir alle sehr viel verbinden. In diesem Falle ist es eher der Schaffensrausch, der im Zentrum steht, der Höhenflug, die Inspiration, die Ekstase, wenn man so will. Was zeichnet solche Zustände aus? Zum Beispiel Bewusstseinserweiterung, Kontrollverlust. All das möchte man nicht unbedingt alleine erfahren, sondern gemeinsam mit anderen. So habe ich dann 8 Freunde und Bekannte aus unterschiedlichen Literaturen eingeladen. Dabei ist zum Beispiel Christian Kracht aus der Schweiz, der sich sehr mit Extremerfahrungen beschäftigt hat. Dabei ist die Lebo Maschele aus Südafrika, die sich dem gesprochenen Wort widmet und so etwas wie Mundzauber erzeugt. Dabei ist Joe Shapcott aus England, eine leidenschaftlich sachliche Dichterin, die sich der Populärkultur oft widmet. Und das alles, diese gemeinsamen Erfahrungen werden wir in der, wird mir gesagt, Hauptstadt des Rausches machen, nämlich in Köln. Ich bin gespannt, was daraus wird.